GameStop. Und ich bin der Wander von GameStop. Und heute sind wir bei Elder Scrolls Elsewhere bei dem Livestream zusammen mit Gronkh und Kayayana mit am Start. Yes. Hier im Schloss. Jagdschloss Platte. Oben haben sie extra eine Taverne für uns aufgebaut, Elder Scrolls Style, und da gibt's Essen und Trinken und wir freuen uns schon drauf. Da gucken wir gleich mal hoch, würde ich sagen. Direkt. Ja. Ich sagen, wir gehen 3, 2, 1, direkt los. Mit hin. Foodtruck werden übrigens Elder Scrolls Gerichte direkt frisch zubereitet aus dem gleichnamigen Elder Scrolls Kochbuch. Ich hoffe, ich darf da gleich aber reingehen und einmal kurz den Leuten über die Schulter gucken, wie sie das so zubereiten, und vielleicht kriegen wir das ein oder andere Stückchen auch noch zum Naschen. Ein sehr cooles Henna-Tattoo malen, so muss man das sagen, malen lassen. Und da sind auch schon richtig coole Motive dabei. Da ist das typische Skyrim-Logo dabei. Weißt du, was ich, glaube ich, gut finden würde? Was findest du gut? Also ich erzähle dazu eine Geschichte. Bitte. Ich war neulich auf einem Rage 2 Event, ja, und habe mir die Haare färben lassen. Ich finde, wir sollten die Leute da draußen auch mal abstimmen lassen auf Instagram, ob du dich jetzt anmalen lässt. Wenn ich mir ein Henna-Tattoo hole? Ja. Okay, jetzt sofort, ne? Okay, machen Instagram wir. Bestimmt mein Tag. Okay. Machen wir. Machen wir jetzt direkt. Okay, warte. Eine große Mehrheit hat dafür gestimmt, dass du dir hier ein Henna-Tattoo malen lässt. Danke an der Stelle an alle aus der GameStop-Zentrale. Ich habe schon gesehen, dass ihr mit abgestimmt habt. Danke dafür. Was du aber nicht weißt, was ich mit der Dame abgesprochen habe, ist, dass ich den Pinsel füge. Oh, das heißt, ich male dir jetzt da irgendwas drauf und das hast du dann, keine Ahnung, wie lange hält Henna, weißt du das? Ich glaube, so 2 Wochen. Auf. Ehrlich? Geil! Das ist richtig gut. Ja, habt Spaß beim Zusehen. Viel Glück. Hast du das mit dir wirklich jetzt ausgemacht? So hatten wir nicht gespielt. Voll so gut. Hatten wir nicht gewettet. Oh, oh. Okay. Danke. Vielleicht also ein bisschen weiter oben, damit ich es auch verdecken kann, sollte nein, irgendwas passieren. Nein. Mach jetzt. Ja? Oh Mensch, das wird so hässlich. Oh. Ja, wie? Oh. Ich
Man erkennt, dass es nett ist. Ich hasse. Ich mach's mal ein bisschen kleiner, ja? Du hast es. Ich wollte gerade sagen, wenn das über die Mitte, ne? Das Geld ist auf Sinn, geht ja nicht. Nein, reiß dich zusammen. Mach's ein bisschen kleiner. Hallo? Oh mein Gott. Boah, Vince. Ne? Mach's jetzt kleiner. Spinnst du eigentlich? Okay, dann machen wir das jetzt so perspektivisch kleiner, okay? Mach es jetzt kleiner, Zifix. Mach's doch kleiner, bis du Sinn geschrieben hast, ist es irgendwo da oben. Mach's bitte jetzt kleiner. Du spinnst voll. Oh, das ist so hässlich, bitte. Warte, ich muss das so noch ausmalen. Spinnen. Du, es reicht. Was willst du noch ausmalen? Das O oder was? Du spinnst voll. Schau dich das mal an. Ich hasse dich. Zwei Wochen. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Das Ding ist, ne, ich lache jetzt zwar darüber, aber ich weiß genau, die nächsten zwei Wochen werden richtig schlimm für mich. Ich merke schon diese Wellen des Hasses. Du ziehst den Zorn auf dich, Vince. Du ziehst den Zorn auf dich. Aber dafür war es witzig. Du hast mein Leben zerstört. Gleich machen wir davon noch irgendwelche Slow-Mo-Aufnahmen. Nein. Auf jeden Fall. Ja, so langsam nähert sich dieser Abend dem Ende zu. Wir hatten viel Spaß. Hier kommt richtig dieses Elder Scrolls-Feeling auf, gerade jetzt passend zum neuen Add-on. Ich find's voll geil. Also allein, es passt einfach super zusammen und dieses Schloss, diese Location, auch wie das hier alles aufgebaut wurde mit dem Henna, mit diesen ganzen Kissen und Teppichen und alles. Ich habe schon gesagt, ich fühle mich wie im 1001 Nächte, wie im Orient, das ist richtig. Ja, genau, das kommt ja auch vom Setting sehr gut hin. Das ist ja das, was in Elsa wirklich prominent ist. Wüsten, karge Landschaften und halt gerade auch solche Kultur, ne? so Nomaden-Style. Das ist tatsächlich gut getroffen. Auch Kaya und Gronkh, die haben hier echt eine gute Laune verbreitet. Also, es ist immer witzig, den beiden zuzusehen. Gerade Kaya, der macht Schnipp und ist witzig. Aber das war ein cooler Abend. Auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Bethesda. Gerne wieder, ja. Ja, aber das war unser Abend. Das war es erstmal von uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.